Willkommen zurück und ich habe jetzt erstmal, ich bin jetzt satt und alles. Na dann wollen wir doch mal weitermachen, ne? Starten wir das letzte Level hier in Babylon. Na 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 Babylon und so, ja. Was haben wir, Schnittlauch oder was sollen wir hier jetzt einsammeln? Ich habe keine Ahnung. Aber ich sehe schon... So, dass wir hier wieder viel rumgammeln können. Allerdings ein relativ kleines Feld. Boah, was ist das denn hier unten? Na, das ist ja auch wieder ein großer Spaß, ne? Für Jung und Alt. Da, da, da. Ba, da, 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 da. Also es ist so angelegt, dass man außerhalb der Rabollas, dass man hier eigentlich fast nur mit den hier auch gegebenen Bomben vorankommt, ne? Ah, das kann man so machen. Man muss sich ja was Neues einfallen lassen. So, oh, ja, natürlich. Auch noch da oben. Ach, du Scheiße. Und dennoch so ein relativ kleines Feld, wo man hier agieren kann, um hier das besondere Ding da aufzufüllen. Ausgezeichnet. Ja, das ist natürlich schön, dass du das so siehst. Ich hatte gerade Couscous. Kennt ihr Couscous? Ist der lecker. Da, 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 da. So, jetzt aber. Jetzt haben wir hier schön alles weggebamst. Oh, das wird aber keine leichte Runde. Am Anfang dachte ich noch so, ja, für dieses Mal schön was Leichtes hier, ne? Ja, ja. Bis ich dann sehe, wie das Level hier wirklich funktioniert. Der, die das dem sein Levels, Geseins getan, getue. Ja, manche sagen, der Level, die Level, das Level, das ist ja auch so ein Begriff. Zu einer gewissen künstlerischen Freiheit. Wie Nutella. Na, wobei bei Nutella ist es noch freier. Solange man sich verständigen kann und weiß, was gemeint ist, ist das ja eh. Nicht das Allerwichtigste, dass man den richtigen Artikel hat. Finde ich jetzt. Joa. Schön. Nö, kann ich nichts machen. Also setze ich mal den ein. So, dann ist jetzt auch das da hinten aufgeschlossen. Das finde ich schon mal sehr schön. Ja, das ist ja noch alles so suboptimal. Das ist immer noch suboptimal. Das hat sich wieder versuboptimalt. Ausgezeichnet. Unglaublich. Unglaublich. Ich wäre dann gerne mal suboptimal. Ja, ich müsste die Münzen weiter runterbringen. Warte mal, hopp. So. Damit ich hier dran arbeiten kann, die Bomben für mich zu gewinnen. Da, 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 da. Und ansonsten fleißig hier weiter bewuseln. Weil wir müssen theoretisch von diesen, von dem Gesprengsel müssten wir mehr bekommen. Um hier überhaupt eine Chance zu haben. Hier muss man also wieder Tricks nutzen, sag ich mal, weil man mit normalem Gameplay hier gar nicht weiterkäme. Ja, na gut, kann man so machen, ne? Gehört ja irgendwo dazu. Ausgezeichnet. So, da haben wir schon mal eine Bombe. Müssen wir ja noch nicht einsetzen. Wir haben ja erst die Hälfte der Zeit weg, ne? Von daher, guck mal, hier sowas zum Beispiel kann man noch machen. So, jetzt können wir das hier wieder machen. Also, es ist nicht unbedingt nötig. Lieber sehen. So, jetzt sind da nur noch zwei im Weg. Mehr als eine Bombe brauchen wir also schon mal gar nicht.
Weiß ich, nutze den Tauscher fast nie. So. Weißt du? Warum nicht? Kommen wir da auch mal ran. Da, da, da. Aber wir dürfen auch nicht hier sagen, joa, wir haben ja Zeit, denn die haben wir wirklich nicht. Upsala. Da war ich gerade nicht mehr im Bilde. Diese beruhigende Musik. Ich fühle mich so tiefenentspannt. Ich glaube, hätte ich Durchfall, würde ich mich bei diesem Spiel einfach einkacken. Weil einen das so extrem entspannt. Ausgezeichnet. So, jetzt beginne ich nervös zu werden. Ja. Ah, das hat das Spiel gehört und hat gleich gesagt, dafür belohne ich ihn, dass er nervös wird. Beziehungsweise so, nein, du musst doch nicht nervös werden. Ich hab dich doch lieb. Guck mal. Sehr schön. Bonusse. Kaktusse. Sind ja nicht Boni oder so. Die hängenden Gärten von Babylon wurden von König Nebukadnezar erbaut, um seine Frau Amytis von Medien zu erfreuen, die sich im staubigen und stickigen Babylon nach frischer Luft und dem belebenden Säuseln von Blättern sehnte. Na, dann wissen wir jetzt auch, warum der Garten da steht, ne? So. Ja, jetzt müssen wir wieder alles einsetzen. Ich wette, das gehört dahin, damit das Ding wieder vollständig ist. So, trauriger Kanarienvogel. Was sollen wir machen? Sollen wir nicht durchschneiden? Ne, was braucht der Kanarienvogel? Vogelfutter. Der hat Hunger. Was ist das? Kunstvoller, reparaturbedürftiger Abfluss. Naja. So, Seerosen, da gehört eine Lilie hin. Den schnibbeln wir zurecht. Gerüst eines Schuppens. Stoffrolle. So. Edelstein besetztes Collier. Verdorrter Baum. Eine Blechkanne. Zum Gießen. Das wächst auch instant. Baum mit reifer Frucht. So, Körbe. Abgerichteter schwarzer Panther. Du kriegst wahrscheinlich hier das Collier um. Weil jeder weiß, Tiere werden gerne angezogen. So, das kommt hier ruf. Hyazinthenspross und die Feder. Hyazinthenspross würde ich ja irgendwo einpflanzen. Hier zum Beispiel. Yo. Und wo tun wir die Feder hin? Da. Was? Großer, arroganter Pfau. Ja, die sind alle arrogant. Das ist ja normal. Ich habe erstmal das Fenster aufgerissen, damit hier Durchzug ist. Wie ich vorhin ja auch erstmal über eine Stunde auf dem Sofa gepennt habe. Anderthalb Stunden. Ich glaube, ich sollte mal früher ins Bett gehen abends. Kann das sein? Naja, jetzt ist es ja nur erst gerade 10. Das ist ja noch relativ frisch. So. Oh, das war's schon. Ich wollte gerade noch suchen. Jau. Mhm. Das ist alles richtig. Und das nächste Edelstückchen ist fertig. Die Macht des Wassers kann Todfeinde miteinander verwöhnen. Söhnen. Ja gut, verwöhnen können die sich dann von mir aus auch. Das soll mir recht sein. Ja. Mensch, und weiter geht's. Vor dem Abenteurer breitet sich die große Wüste mit goldenem Sand, so weit man sehen kann, bis tief ins Herz Ägyptens aus. Der Suchende betritt unter dem wachsamen Auge der Sphinx den Tempel von Amon, dem König der Götter. Amon bewacht das Kristall, mit dem du die Macht des Goldes erlangen kannst.
Ja, also sind wir hier zu Zeiten. Na, von wem? Derjenige, der sich diese Macht aneignet. Amon Kult, wann war das? Kann jeder Versuchung widerstehen und leicht zwischen Wahrheit und Unwahrheit unterscheiden. Er lässt sich nicht durch falsche Worte oder durch die glitzernde, falsche Verheißung des Goldes täuschen. Das ist immer wichtig. Ja, Echnaton und so, ne? Das tägliche Leben in Ägypten dreht sich um den grünen Fluss, den Nil. Unvorhersehbares Wetter mit Dürre und Überschwemmung machen den Pharao zur heiligen Gottheit und zum einzigen Bewahrer der Weltordnung. Ja, weil der natürlich alles Mögliche verwaltet, ne? So, starten wir doch mal. In Ägypten. So sieht das hier also aus. Oh, gucke mal. Die schönen Kreuze hier. Die Angst. Also, hier hat keiner Angst, ne? Die heißen so. Und Anubis-Dingsels. Sehr schön. Das gefällt mir. Für Ägypten habe ich mich hier schon eine Zeit lang gefreut. Ich mag Ägypten einfach. Hatten wir länger nicht mehr, die Musik, ne? Die nehmen ja immer so abwechselnd, die Teams, sag ich mal. Ah, das ist schon wieder so durcheinander. Ja. Aber mir fällt immer nicht so viel ein, weil das immer oft so durcheinander, immer oft. Es ist perfekt, wenn man so mehrere adverbiale Bestimmungen der gleichen Art in einem Satz nutzt. So gehört sich Sprache. So, aber wir haben endlich mal wieder so Zeitgekröse und hoffe ich mal, dass wir das auch nicht schnell einsetzen müssen. Ich olla Boni Horta, weil ich ja Angst habe, dass uns das Spiel nochmal so richtig quält. Das ist halt auch schön zerrissen hier, ne? Das ist halt schön zerrissen hier. Ja, jetzt müssen wir da unten nochmal wieder so eine Brosche einführen. Wir haben auch bisher noch wenig Kombos gemacht. Ich habe das Gefühl, dass es immer schwerer wird, Kombos zu machen. Gerade so, wenn das hier so zerrissen ist wie hier. Da kannst du überhaupt kaum mal irgendwie in so einer Linie arbeiten. Dann geht ja nicht. Machen die hier. Es wird ja immer schwerer. Wie kann das sein? Ich guck mir mal den Hintergrund an. Ich will das einfach mal sehen. Einfach nur mal so gucken hier. Ja, Mensch. Ja, das ist tatsächlich, haben die hier bedacht, was viele ja nicht mehr wissen, dass A, die Pyramiden immer eine goldene Spitze aus Gold hatten früher, bevor das gemopst wurde. Zur Zeit der großen Ägyptenentdeckung. Und tatsächlich war alles bunt. Es war nicht so. Genauso auch war in Griechenland alles bunt und nicht einfach nur alles. Wir verbinden mit der Antike diesen weißen Kalkstein, aber das war alles bemalt. Nur halten sich die Farben eben nicht über die Jahrtausende. Das müsste halt hin und wieder erneuert werden, im Gegensatz zu den Steinen selbst, die sich eben halten. Aber man hatte allgemein ein paar nette Möglichkeiten damals, um Dinge zu tun. Ne, man hat ja auch den Beton aus Rom, der wurde ja bis heute nicht wieder nachempfunden, wie das genau funktioniert, ne? Das hält ja auch bis heute alles da. So ist das alles. Ja, schick. Ich habe ja immer gesagt, ich hätte gerne die Fähigkeit, dass ich einfach mal so quer durch die Welt reisen könnte. So mit Schnips wäre ich hier und dort und würde mir alles Mögliche mal angucken. So als ob ich eben mal vor die Tür spazieren gehe. Das ist halt, ja. Und mir ist das Ohr ganz warm. Naja, wollen wir mal wieder weitermachen hier. Will ja keine, ne? Will ja hier nicht, dass die Leute anfangen zu meckern. Was? Es passiert gerade nichts. Aber bei dieses Spiel gucken eh nur Leute mit Geduld. Sonst wären die auch gar nicht mehr dabei. Das sind nur noch die, die zuhören wollen, die irgendwie sich für Themen interessieren hier oder eben die eh Geduld haben bis zum Abwinken, weil in dem Spiel passiert ja nun wirklich nicht sehr viel, ne? Das ist ja nun wirklich ein reines Entspannungspausenfüllerspiel. Eigentlich.
Das spielt man ja eigentlich nicht so... so durch, ne? Nicht so eben. La la la, la la la, la la la. Dum da da dum, da da dum dum dum. Ja, was soll ich tun? Ich bin, oh ja gut, das hat sich jetzt schon mal schön ergeben hier. Das auch. Gut, Zeit haben wir noch, aber ist halt wirklich sehr durcheinander hier. Ich glaube, wir haben noch nicht einmal das Ding aktivieren können. Anubis ist mir übrigens sehr sympathisch, auch wenn es der Totengott ist. Anubis war ja auch derjenige, der Horus damals auf seinen Weg zurückgebracht hat, ähnlich wie Paulus das für Jesus getan hat, ne? Ja, ja, ist ja Religionsen, genau. Also Religionse, ne? Mehrzahl von Religionen sind Religionse. Nein, glaubt mir nicht, wenn ich sowas sage. Die ähneln sich ja schon oft. Oh, guck mal, ich kann da ranwubbeln. So, die beiden Teile sind es noch für den Falken, ne? Boah. Ja, also wir haben noch Zeit, ne? Aber ist halt so... Brr. Ja, wie gesagt, also dieser Level hier ist so zerpflückt. Ich hoffe, dass nicht Ägypten komplett so zerpflückt ist. Weil sonst sehe ich schwarz, was unsere Boni angeht. Dann werde ich die nicht mehr so horten können. Befürchte ich. Also... ich hätte noch gerne den Bonus neu auszuwürfeln. Den hätte ich gerne. Weil hier ist so wenig möglich. Ja, ich weiß, wo ich hin muss, aber... ja, okay, das habe ich gerade nicht gesehen. Nase juckt. Ah. Das bringt mir hier unten ja nichts. Ich will ja nicht oben hier ewig drei wegmachen. Ich will da unten... ja... überhaupt mal was wegmachen. Ausgezeichnet. Ja, manchmal ist das gut. Ja, aber auch wenn den Skarabäen da kaum mal drunter kommt. Was ich ja hier unten aber bräuchte. Sonst muss ich da echt wieder eine Bombe zünden. Oh. Aber das ist hier groß Kaka. Ich bin hilflos. Merkt ihr das? Also auf dieser Karte fühle ich mich sehr... bäh. Mag sein, dass ihr öfter mal was seht. Aber ich achte gar nicht darauf, wo ich drei kombinieren kann. Ich habe schon meinen Blick... eher auf das Ziel hier fokussiert und guckt gar nicht so viel rum. Aber man kann sich da halt auch festbeißen, wenn es da nicht weitergeht. Das ist sehr nervig. So, jetzt sind wir aber bald so, dass wir können... Nun ja. Ja, es geht ja nun sehr schnell voran hier, Hust. So, jetzt aber. Na also, dann brauchen wir doch keine Extras mehr. Puh, Gott sei Dank. Bin ich gleich im ersten Level von Ägypten hier. Kunstvoller Deckel, ach für eine Kanope, ja, ja. Das ist richtig. Die Ägypter können sich jedoch nicht alleine auf den Pharao verlassen. Sicherlich entscheiden die Götter, ob eine Flut unvermeidbar ist. Es ist aber die Qualität des Dammes, durch die sich die Anzahl der Katastrophen bedeutsam senken lässt. Deswegen haben die Ägypter beim Bau von Dämmen sehr großes Geschick. Joa, es ist besser, ne? Oh, jetzt ist Nacht. Jetzt ist dunkel. Wir haben zu lange gebraucht eben. So, jetzt haben wir da irgendwelche Farbgedönse. Jo. Viermal Farbe, Farbgedönse.
Naja, immerhin ist das nicht mehr so zerrissen, auch wenn es hier noch verschlossene Steinchen und sowas gibt, die hier wieder schön verquer sind. Yeah, darauf stehe ich ja. Ja, so schön durcheinander ist, dass ich was zu tun habe, ne? So. Haben wir das auch? Ja, hier ist noch ein bisschen durcheinander. Aber das kriegen wir alles hin, wie wir sehen. Läuft. Ach, da ist noch ein eingefrorener Stein. Habe ich gerade auf den ersten Blick gar nicht gesehen. Oh. Aber man muss auch bedenken, es ist jetzt mittlerweile schon 22:45. Und ich spiele jetzt hier schon seit bald 5 Stunden. Natürlich unterbrochen von Besuch, von Essen, von Haushalt, von allem Möglichen, ne? Aber damit möchte ich trotzdem sagen, dass ich wahrscheinlich nicht mehr so frisch bin wie am Anfang. Das ist selbstverständlich. Aber ich möchte dieses Spiel erst durchspielen, bevor ich andere Mini-Let's Plays so hochlade. Weil ich das Gefühl habe... Ja, ich will halt hier nicht eine Unterbrechung reinhauen. Und dann habt ihr halt ein Let's Play wieder, ne, weil der Mini-Let's Play ewig kommt. Und dann ist irgendwann ein Monat Pause, bis ich mal weitermache hier. Und dann verläuft sich das wieder und das will ich nicht. Deswegen möchte ich das jetzt schon, ne, weitermachen hier. Sudele. Ja, ja, da oben gucke ich nicht hin, Spiel. Das ist tatsächlich, ne, ich gucke dahin, wo ich weiterkommen muss. Aber wie gesagt, das ist nicht die beste Strategie in dem Spiel. Jeder Zug ist besser als kein Zug, weil man da im Zweifelsfall Punkte bekommt und im besten Fall auch nochmal irgendwie sein Gekröse da auffüllt. Von daher ist das immer gut. Ja, noch ist die Zeit ja gut, aber noch haben wir auch nichts bekommen. Jetzt aber. Jetzt geht's los. Ah, guck mal. Das habe ich gebraucht. Und noch eins. So, jetzt hätte ich gerne... Ausgezeichnet. Das ist sehr gut. Ja, aber jetzt will ich den da. Den hätte ich jetzt gerne weg. Ausgezeichnet. Joa. Das ist schon schön. Oh, warte. Ja, gut, so geht's auch. So, dann ist es jetzt nur noch das eine Pinökelchen da, was da zurückgehalten wird. Auch muss ich doch sagen, in der Zeit liegen wir im Moment ganz gut. Ausgezeichnet. Ja, gut. Ich will da... Ja, hier ist ja auch noch so ein... Ja, wieder Skarabäus. Gut, den finden wir wieder nicht. Ach, wir schaffen das schon. Wir haben es immer geschafft. Nur einmal habe ich halt die Zeit aus den Augen verloren einfach. Seitdem achte ich da ja penibel drauf, wo die Zeit ist. Weil gebranntes Kind scheut das Feuer, ne? Das wissen wir ja. Dododom. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ah, ja. So. Ach, Mensch. Endlich. Es geht voran. Naja. Hier unten ist jetzt ein großes Tuhu-Wabu. Da kommen wir nicht mehr so einfach durch jetzt hier. Aber. Na endlich. So, dann sind wir jetzt auch von der anderen Seite nämlich dran.
Das gibt uns ein paar mehr Freiheitsgrade, ne? So. Ich meine, in der Ecke rumdenke, in der ich gerade, ne, wo Fortschritt ist. Oder sein müsste. Während ich hier wahrscheinlich schon so viele tolle Sachen im Bild verpasst habe. Einfach aus dem Grund, weil ich halt nicht gucke. Naja, komm, mal gucken, was jetzt passiert. So, jetzt ist es nur noch einer. Der da am Weg ist. Zeitlich noch alles sehr entspannt. Und es läuft. So, Pinsel und Farben. Ja, das ist immer wichtig. Zur Not schmiert man sich ins Gesicht. Ne? Die Hieroglyphenschrift entsprang den vor dem Lesen und Schreiben liegenden künstlerischen Traditionen Ägyptens. Hieroglyphen, insgesamt ca. 2000, werden auf Steinen, Holzbrettern, Lederrollen, hätte da auch ein Und hinpacken können, eingraviert und auf Papyrus geschrieben. Joa. Das ist richtig. So, jetzt haben wir drei Teile einer Muschel. Oder nee, eines Fächers. Damals gab es ja Leute, die waren angestellt, nur um zu wedeln. Oh weia. Oh weia. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Wie willst du denn das schon wieder machen? Die stellen mich ja aber auch immer vor Herausforderungen. So. Dann werde ich ja mal so ein bisschen an dieser Seite rumschwubbeln. So, dann habe ich das schon mal. Ja, das ist jetzt hier wirklich nicht so einfach, wie ich gern hätte. Nicht im Entferntesten. Ja, machen wir. Ich meine, das ist gemein. Das sah am Anfang wieder so einfach aus, aber das ist das Problem mit den Leveln. Am Anfang denkt man so, oh ja, das ist, ich habe ja Überblick, ne? Das sieht ja einfach aus. Ja, und dann mobben sie ein. Da-da-dam, ra-da-dam, dam-dam, ra-da-dam. Suboptimal. Sehr suboptimal. Da hätte ich eben auch schon mal einmal anders wuseln können. So. Na, gucke mal. Ja. Na also. Können wir zumindest schon mal anbrechen. Weil sonst breche ich hier gleich. Ins Essen. Wobei, ich habe ja jetzt schon, ich bin ja schon satt. Ja, sehr schön, dass das da oben auch mal aufgeschlossen wird. Sehr gut. Dann ist da oben jetzt alles frei. So. Na also. Eine weitere Lane ist hier durch. Wollen wir doch mal so ein bisschen auftauen. Ja, ein bisschen. Oh, das wird noch spaßig. Das wird noch richtig spaßig. So, als nächstes brauche ich dann Rubin. Die denken sich aber auch was aus. Und ich glaube, ich bin auch in diesem Spiel oft schweigsam, weil das wieder so ein Spiel ist, wo man nachdenken muss, ne? Oh, fürchterlich, der Herr muss nachdenken. Ja, schlimm ist das. Das gehört sich nicht. Nachdenken, das ist abgeschafft. So.
Ja. Nun ja. Ich würde gern... Würdest du da mal eine Rubine nachschieben hier oben? Ah, naja. Ja, muss ich ja irgendwie. So, da rutscht ja auch schon wieder was nach. Das ist ja auch gut. So, aber jetzt muss ich da was runterkriegen. Nein! Ah! Ah! Nein! Das passt nie genau. Ich kann jetzt aber auch nicht hier eine Linie wegnehmen, oder? Kann ich hier... Ich darf ja auch nicht zu lange überlegen, glaube ich. Ist immer wieder... Ja, jetzt aber. Naja, immerhin. Gut, ich setze erstmal ihn hier ein und hoffe aufs Beste. Das hat gar nichts gebracht. Außer, dass da unten das Anker aufgeschlossen wurde, hat das da erstmal hier nichts gebracht. So. Ist ja auch nur schon mehr als die Hälfte der Zeit rum. Und ich werde so langsam nervös, weil mir zu wenig geschieht. So, das ist schon mal gut. Aber es ist trotzdem noch... Weißt du? So. Das musste sein, sonst ich drehe ja durch, wenn hier nichts passiert. Außerdem ist der Tausch so... Finde ich, ist einer der laschsten Boni, die es gibt. Das ist halt wieder so, ja, im richtigen Moment kann es halt gut sein, ne? Kann. Im richtigen Moment. La 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 la. So, wir müssen noch zwei Dinge rausfummeln. Und es wird langsam rot da unten. Ich will ja nichts sagen, aber ich werde nervös hier, sagt der, möchte gern Berliner Akzent hier. Ja, im Zweifelsfall knall ich da unten eine Bombe rein, das ist klar, ne? Brauche ich nicht. Finde ich sehr sympathisch. Bunte Fächer. Ei, tai, tai. Papyrus wird aus dem Mark der Papyruspflanze einem, im Nildelta Ägyptens reichlich vorhandenen Feuchtland-Grasgewächs hergestellt. Also, na, für den Satz habt ihr euch aber einen abgebrochen. Da Papyrus sehr teuer ist, versuchen die Ägypter es nicht zu verschwenden und wischen eine alte Inschrift ab und schreiben direkt darauf eine neue. Ja, das nennt sich heute auch, Backspace, ne? Naja. Gut, meine Lieben. Ich quatsche mal wieder ein bisschen, aber für heute ist erstmal genug. Denn... Die halbe Stunde ist schon wieder rum. Ich glaube, ich werde gleich das Schlafzimmer frisch machen zwischen den Folgen und werde schon mal den neuen Tacho an mein Fahrrad bauen und dabei schon mal die Waschmaschine fertig machen, dass die fertig ist, wenn ich nachher aufwache morgens, damit ich die Hausarbeit schon mal abschließe für heute und den Müll wegbringe und sowas. Ja, was man halt so tut nachts um 11. Nachts. Na gut, es ist abends. Es ist abends. Meine Güte, was machen wir hier? Wir sind gerade auf YouTube, spielen ein Pausenfüller-Game und ich erzähle euch was, wie ich meinen Haushalt schmeiße. Da ist YouTube nun hin. Toll. Naja, die Creator ziehen die Zuschauer an und die ziehen ja im Endeffekt dann, die sorgen dann für die Konzentration auf bestimmten Content. Ist doch so, ne? So funktioniert das, genau wie im Fernsehen. Ja, früher hatte man ja tatsächlich ungefähr 1 Euro verdient an 1000 Views. Heute bekommt man teilweise nur noch 14 Cent für 1000 Views. Da nur noch 14% bei manchen erreicht wird, der eigentlichen Einnahmen, haben viele YouTuber richtig Schiss um ihr Einkommen. Das kann ich verstehen, wenn man da sich so finanziell drauf verlässt. Ich habe eine 250.000 Views komplett auf meinem Channel. Man muss aber auch...
Man muss aber auch 150.000 Views abzählen von Content, den ich nicht monetarisiert habe, weil es nicht meiner ist. Also bleiben 100.000 und 85 Euro theoretisch. Ja, es gibt da noch Probleme mit Kontoanerkennung. Da könnte ich mich mal mit AdSense zusammensetzen und mich drum kümmern. Also ich kriege noch 85%. Deswegen, also dass manche YouTuber nur 14% kriegen, da geht schon der Arsch auf dem Grundeis, ne? Kann ich mir vorstellen. Aber wenn ich auch bedenke, dass große YouTuber immer tausende Klicks generieren, das heißt, die kriegen durchaus, also wenn man sich das mal so vorstellt, viele YouTuber kriegen ja in die hunderttausende Klicks, das heißt, die können pro Video 100 Euro generieren. Das ist, oder 100 Euro, das ist schon fett. Na gut, und dann musst du das noch natürlich, ja, durch die Steuer ziehen, ne? Aber nur mal so als Information, wie das funktioniert. Es war früher mal strengstens verboten, über sowas zu reden, aber immer mehr YouTuber tun's. Deswegen scheint das nicht mehr so ein Tabuthema zu sein. Ach ja. Die Switch wurde öfter verkauft als die Xbox One, habe ich gehört. Naja gut, da sind die Hardcore-Nintendo-Fans überall, ne? An sich ist die Switch halt ein bisschen teuer, wie ich finde. Weil was man da alles zubraucht, um es vernünftig spielen zu können, was die sich alles extra bezahlen lassen, irgendwelche Halterungen, vernünftige Controller, vernünftige, was weiß ich hier, Packs von diesem und jenem und allem und bis man das alles zusammen hat, was man braucht, um vernünftig spielen zu können, da bist du halt den Preis von zwei anderen Konsolen los, die mehr Leistung bringen. Das ist halt, ja, naja. No Man's Sky hat ja jetzt Updates bekommen. Wobei ich sagen muss, mich hat dieses Spiel nie abgeholt. Das ist von der Grafik her, erinnert mich das voll an Headlander. So richtig schön funky, psychedelic, 70er, 80er in dem Dreh, eher 70er, eher 60er, 70er in dem Dreh. Ah, aber das, weiß ich nicht, das holte mich überhaupt nicht ab. Was ich auch mitbekommen habe, ein Austin Jonas aus England ist jetzt in Knast wegen Pädophilie. Der hat, das war halt so ein richtiger Model-Typ, ne? Also so Justin Bieber-mäßig quasi schon. Und der hat einfach mal junge Mädels angesprochen im Netz. Wirklich junge und hat auch darauf geachtet, dass die möglichst jung sind und die sollten dann doch pornografische Sachen aufnehmen und dabei bestimmte Dinge sagen und auf jeden Fall auch immer erwähnen, wie jung sie doch seien und ihr Alter am besten noch erwähnen, während sie sich selbst, naja, ihr wisst schon, weil er sich halt darauf ein, ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man darauf steht, dass das Gegenüber möglichst jung und unerfahren ist. Das verstehe ich nicht, was da der Reiz ist. Des Unbekannten, bin der Erste oder keine Ahnung, ist unverbraucht, ich weiß es nicht. Natürlich, junge Menschen haben sehr perfekte Körper, die haben noch keine Behaarung, die haben noch keine Unreinheiten, die sind, ne, also würde jeder Mensch für immer so bleiben, wäre das schön, aber das funktioniert nicht. Aber sonst, was gibt's denn da ansonsten für Vorzüge? Die kennen sich doch auch mit Sexualität überhaupt nicht aus. Wenn du auf Sexualität aus bist, was willst du mit so Kindern? Verstehe ich nicht. Aber gut, vielleicht bin ich da auch einfach nur zu doof zu. Chaos Freak ist jetzt auch vor Gericht, auch relativ bekannt, wegen Gewinnspielen, die er nie eingelöst hat. Flying Uwe ist nun wegen Werbung. Soll der 10.000 Euro bezahlen und so, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Also YouTuber sind im Moment auch ein bisschen im Verruf, ne? Eine andere YouTuberin, die hat was Dummes getan und wird nun auch wohl verknastet. Und zwar wollte die für Klicks auf YouTube den gefährlichsten Stunt ever wagen. Und ihr Freund sollte sich ein Buch vor die Brust halten und sie hat mit einer Waffe drauf geschossen. Damit der Filmmythos bewiesen wird, dass das funktioniert, dass ein Buch eine Patrone abhält. Ja, doof, nur dass das eine richtig schöne fette Desert Eagle war, die durchs Buch natürlich und durch die Brust durchgepfeffert hat, ne? Deswegen ist der Freund tot und sie ist jetzt wegen, weiß ich nicht, Totschlag zweiten Grades oder so, unbewuselter Gebrauch von Schusswaffen, unverhältnismäßig, keine Ahnung, wie sich das da genau schimpft. Also sie hat halt dumm und fahrlässig jemanden umgebracht, ne? Nicht absichtlich, aber trotzdem. Also sie wird zumindest auch eine Zeit lang sitzen. Da kannst du von ausgehen.
Was kann man, also es ist mir unverständlich sowas. Ja, im Moment fallen auch die Newstuber negativ auf, weil halt immer mal wieder Falschmeldungen oder auch Satiremeldungen als echte Meldung verkauft werden und immer mehr Falschmeldungen halt mal hier und da gegeben werden. Ich bin ja sehr breit informiert. Weißt du, ich bin auch jemand, ich schaue mir eine Computerspielezeitschrift an, wo mir Leute sagen, warum liest du den Kack? Die Leute werden doch bezahlt, dass sie da möglichst toll über die Spiele berichten. Ich sag, ist mir egal, was die sagen, wie geil das Spiel ist. Ich möchte wissen, worum es in dem Spiel geht, wie das so funktioniert, was da kommt. Und ich möchte ein möglichst breites Repertoire an Titeln lesen, damit ich Bescheid weiß, was davon eventuell interessant für mich ist und was ich weiter verfolge. Es ist zwar nicht mein Beruf, aber ich bin einfach sehr gerne informiert über alles, was auf dem Spielemarkt stattfindet. Und genauso ist das auch im Netz. Ja, die Newstuber, wie gesagt, die sind im Moment relativ in Verruf, muss ich sagen, was ich so mitkriege. Aber, mein Gott, steckt mal nicht zwischen, ne? Und wo ich auch im letzten Video schon angesprochen hatte, oder was ich da auch schon angesprochen hatte, so mit Kanalzerstörer und so. Allgemein dieses große Opinion-Ding, ne? Also diese Meinungs-YouTuber, Kritik-YouTuber und Kanalzerstörer-YouTuber und auch die Hate-YouTuber, all diese Meinungsbildner, die nichts anderes tun, als Meinung bilden zu wollen und ihre Meinung darzulegen. Das ist ein relativ neues, aber auch schnell wachsendes Gebiet auf YouTube. Das würde ich beobachten. Finde ich nicht unbedingt die netteste Szene. Allgemein wird die YouTube-Szene ja durchaus auch jünger, ne? Was natürlich auch ein bisschen dazu führt, ja, ganz junge YouTuber und Anhänger, die sind halt relativ oberflächlich, ist klar, in dem Alter, da bist du einfach noch nicht fertig, ne? Mit dir, mit deiner Persönlichkeit, deinem Charakter. Und sehr viele junge YouTuber sind noch relativ desorientiert und die Inhalte sind deshalb relativ flach und dumm. Das ist jetzt erstmal, das klingt ja erstmal sehr, ne? Also als ob ich jetzt hier auch Meinungs-YouTuber sein möchte. Aber das ist halt, was ich beobachte. Dass Kinder Content erstellen, der dann auch oft sehr fragwürdig ist. Auch eine Entwicklung, die ich beobachte. Habe ich aber, glaube ich, schon mal grob angesprochen. Wusstet ihr übrigens, dass Overwatch früher mal geplant war, Titan zu heißen? War ganz anders geplant, bis man halt das Overwatch gemacht hat davon, was nun draus geworden ist. Aber eigentlich sollte da was ganz anderes draus werden. Nur ja. In einem Teil der Phase war halt auch mal angedacht, ein MMO wieder draus zu machen. Aber das wurde nichts mehr. Aber MMO ist ja allgemein tot. Was hörst du jetzt noch? Magic, ja, Elder Scrolls Online ist gar nicht mal so erfolgreich geworden. Hier dieses Black Desert, das würde ich mit euch bald mal spielen. Das ist ein richtig schön aussehendes MMO, was auch eine gute Story haben soll. Ansonsten hörst du natürlich, ja, Lost Ark und so, Albion, man hört noch mal was, ne? Archeage natürlich, aber sonst, MMO an sich ist irgendwie so ein bisschen tot. Was ja auch noch demnächst rauskommt, ist Days Gone. So ein Zombie-Überlebensding. Das fand ich auch grafisch auf sehr hohem Niveau wieder, ne? Ja. Pokémon kommt übrigens als Rollenspiel nochmal auf die Switch. Naja. XCOM soll nochmal neu rauskommen. Aber XCOM, da habe ich den ersten Teil schon überhaupt nicht gespielt. Er ist total an mir vorbeigegangen. Ja, Skull and Bones kommt raus. Nach 15 Jahren der Entwicklung waren es, glaube ich. 2008, also vor 10 Jahren fast, schon mal angekündigt. Kommt jetzt endlich Beyond Good and Evil 2 raus. Ich hatte Angst. Weil ihr müsst sehen, die Entwicklerszene von Computerspielen, die ist sehr lebendig. Ne? Die Entwickler kommen und die gehen, die wechseln Firmen werden übernommen, werden geschluckt, werden platt gemacht, kommen nicht weiter. Projekte werden wild herumgereicht. Das heißt, es ist nie gesagt, dass ein Projekt gut bleibt, wenn das irgendwann mal gut war. Seht's an Siberia. 1 gut, 2 gut, dann kam noch Amazon. So, jetzt Siberia 3, teure Kacke. Beyond Good and Evil war unheimlicher Community-Liebling à la Shenmue und so'm Kram. Und ich, also alles, was ich auf der E3 mitbekommen habe, zeigt mir, ich glaube, es ist auch Ubisoft, ne? Also, die sind im Moment echt fett am Start. Beyond Good and Evil 2 sah gut aus erstmal. Also, ich muss sagen, bisher
nicht enttäuscht. Da hatte ich ja Angst vor, dass so ein fetter Community-Lieblingstitel, ne, so ein richtiger Community-Liebling, also dass der dazu neigt, die Erwartungen dann vielleicht doch nicht erfüllen zu können. Aber doch, bisher sieht's gut aus. Da freue ich mich schon. Also Beyond Good and Evil behalte ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Da bin ich sehr gespannt, was draus wird. Ja, Bethesda hat nur erzählt, dass bei Skyrim irgendwie nochmal was Neues rauskommen soll, wo ich sage, Leute, Skyrim, das ist 5 Jahre alt, mach doch mal was Neues. Die Leute warten auf Elder Scrolls 6, aber nicht auf noch irgendwas für Skyrim. Ich meine, wie lange gibt's das schon, bitte? Wolfenstein kommt wieder raus, Evil Within kommt jetzt ein zweiter Teil. Wir können den ersten, ne, in diesem Halloween-Grusel-Oktober mal anspielen. Ja, ist schön schaurig. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel von diesen Horrorspielen ich am Ende hinkriegen werde, weil ich bin ja immer schnell sehr schreckhaft. Destiny 2 soll ja wesentlich besser sein, ne, als der erste. Ich lasse mich da überraschen, aber es ist ja allgemein eher nicht so meins. Naja, egal. Ich will aber auch nicht immer so, das ist nicht meins und das ist nicht meins. Nein, nein. Ja, das ist alles was. Hust, Röchel. Boah, ich muss erstmal was trinken. Warte. Dieses Let's Play eignet sich immer wunderbar, um hinterher noch mit euch ein bisschen über die Entwicklung im Internet und auf dem Spielemarkt zu quatschen. Ja. Also mich packen tatsächlich nicht mehr so viele Sachen wie früher. Aber es gibt ja auch noch genug ungemachte Sachen, ungewuselte, die man bewuseln kann. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass, also ich bin ja so nicht dieser AAA-Liebling, sondern der Motto, oh, sieht geil aus, muss ich spielen. Also das ist ja bei mir, nee, da bin ich schon sehr, naja. Was ich auch lustig finde, dass es die Spectacles immer noch gibt. Größter Kack. Ja, weiß ich nicht. Von Snapchat hier all diese Brillen, ne? Teurer Kram für echt eine recht Gulasch-Qualität, die so nicht sein muss. Oh, wir sind besonders, wir machen ein Fisheye. Ja, gibt's ja so auch noch nicht. Oh Mann. Und es wurde ein Rekord aufgestellt mit CPU. 7,5 GHz Übertaktung. Das kannst du aber auf Dauer auch nicht bringen. Da haust du dir das Ding ja um Ohren. Ja, die neuen Konsolen, die jetzt rauskommen übrigens, ne, habe ich ja schon letzte Folge erwähnt, von PS4 und Xbox One auf Xbox X und PS Pro. Das ist ungefähr von 2,3 Teraflops hoch auf 6 Teraflops. Wenn man bedenkt, mein System hier hat 3,9 Teraflops. Ist also besser als die aktuellen Konsolen. Schlechter als die, die rauskommen werden. Aber ich bin dann so bei 6,8 Teraflops. Also wieder ein bisschen drüber. Wenn ich die 1070 hätte dann, die Grafikkarte. Also im Endeffekt, ein Computer ist immer besser. Und ihr könnt ihn selbst aufrüsten, sobald ihr das wollt. Dafür ist natürlich eine Konsole oft günstiger als ein vernünftiges System. Und es ist gleichzeitig noch ein Media Center für die Leute, die viel auf der Couch rumliegen und nicht so viel am Rechner sind. Da muss man halt immer sehen, was für einen stimmig ist. Wo ich auch schon mal sehr gespannt bin auf die Höllenmaschine 8. Das ist von der PC-Welt. Das ist ein Team und das stellt den besten Rechner zusammen, der möglich ist. Die nutzen, glaube ich, auch die neue i9er-Generation. Natürlich auch die aktuellsten Grafikkarten. Alleine das Gehäuse kostet schon 1000 Euro, was die verwenden. Das ist so Gorilla-Glas mit Aluminium-Verschweißgekröse und so. Und 1000-Watt-Netzteil. Mit natürlich auch mehreren großen Radiatoren und Wasserkühlung gleichzeitig. Das Ding, das wird fetzen. Also da bin ich mal sehr gespannt, was die draus machen. Ich halte euch auf dem Laufenden, die Höllenmaschine. Ja, das Ding wird am Ende sehr viel Geld kosten. Die haben alleine 2000 Euro Soundsystem noch mit dabei für richtig Wumms um einen herum. Die sind halt gerade dabei, das zusammenzustellen. Da bin ich echt gespannt. Was ich auch interessant finde, ist die Entwicklung, dass Handys immer mehr können. Und das neue Samsung Dex heißt das, glaube ich. Das ist so ein Dock, da steckst du dein Samsung rein und kannst dann an dieses Dock anschließen, Tastatur, Maus, Bildschirm. Und dann kannst du ein grobes Betriebssystem an Windows erinnernd auf dem Bildschirm haben. Das heißt, du kannst dann durch das Handy arbeiten. Und das ersetzt wirklich
jeden Office-Rechner. Also du kannst damit jetzt nicht unheimlich geil zocken. Das hat auch gewisse Lags. Aber stell dir das mal vor, statt einem Computer schließt du deine ganze Peripherie an ein Handy an und es funktioniert. Das ist schon fett, muss ich sagen. Das ist schon richtig hart. Für so wirklich nur so Office-Menschen, die das nutzen, um Buchführungen zu machen, Texte zu bewuseln, zu chatten, Videos zu gucken, auch ein paar Dinge gleichzeitig, alles möglich. Ich weiß nicht, ob zwei Bildschirme möglich sind. Einer auf jeden Fall. Aber ob zwei, weiß ich noch nicht, ob das schon funktioniert. Aber in Zukunft garantiert. Dann kannst du das Handy irgendwann als Computer benutzen. Das ist also... Mein Mund, ne, klappt da runter. Roaming wird ja nun auch in der ganzen EU abgeschafft oder ist schon? Joa. Age of Empires kommt übrigens auch zurück. Ne, hab ich gehört. Bin ich auch mal sehr gespannt. Und, das OnePlus-Handy hat zwei Kameras drin, um die Tiefenschärfe besser zu gestalten. Mit einer 16 und einer 20 Megapixel Kamera. Wo ich dann denke, meine Fresse, das sind Handys, die kommen raus. Da sind diese kleinen Knopfkameras besser als meine Hauptkamera, die ich hier nutze. Da weine ich ja so langsam. Dass man mit den Handys mittlerweile eine bessere Qualität hinkriegt, als ich mit meinem ganzen Setup hier hinkriege. Ja. Naja. Ja, und die neue i9 Generation ist aber allgemein eher noch ein Stromfresser, habe ich mitbekommen. Ja, die Hardware wird im Moment ja eher teurer, ne? Also im Moment... Naja. Oh, ich habe gerade die Zeit wieder so ein bisschen aus dem Kopf verloren. Aus dem Blick. Jetzt ist es ja wieder so spät wie gestern. Naja. Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zugeschaut gehabt haben, machen, tun. Wenn ihr wollt, dann sehen wir uns gerne morgen wieder. Baut keinen Unfug. Bis dahin sage ich einfach mal Tödelö.